Im Jahr 2000 erlebte die belgische Filmemacherin den Einzug der Freiheitlichen Partei ins hiesige Parlament mit Jörg Haider an der Spitze. 13 Jahre später kehrt sie nach Österreich zurück und begibt sich auf eine Spurensuche. Haider ist nach seinem Unfalltod 2008 zum Mythos geworden, an dem sich bis heute Wegbegleiter, Kritiker und nicht zuletzt die Öffentlichkeit abarbeiten. Wir haben dann plötzlich ein Volksbegehren nach dem anderen erfunden und immer in der Zeit, wo es keine Wahl gab, gab es Volksbegehren. Das war für ihn das Schönste. Sind Sie ein Neonazi? Sind Sie ein Neofaschist? Man weiß nie, was einem begegnet, wenn man sich auf eine Reise begibt. Fang den Haider ist eine subjektive Reise durch politische, traditionelle, familiäre und emotionale Welten. Der Film versucht einen Einblick in die wirkliche Person Haiders abseits seiner widersprüchlichen Person, seiner Ziele und Strategien zu geben und jene illusionären und betrügerischen politisch-populistischen Methoden, die sich seither in ganz Europa etabliert haben, aufzuzeigen. C'est justement, c'est la violence, c'est une certaine violence, c'est une grande ambition. Ja, wenn Sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder auf meiner Hause gehen. Ja, für die anständigen Ausländer sind Seine Welt ist einfach. Wir und die anderen. Woher kam das viele Geld, das Haider verteilte? Von einer kleinen Landesbank der Hypoalpe Adria. Schande ist es.